Das Thema Glasfaser ist total faszinierend, aber es wirft auch viele Fragen auf. Solchen Fragen gehen wir mit unseren Trainern in unserem Schulungszentrum in Hamburg nach. Das sind die zentralen Punkte, wo das Hauptsignal verteilt wird auf das Verzweigungsnetz. Das wird hier über ein Minikabel reingebracht. Maximal 24 bis 36 Fasern werden hier abgelegt. Das wird hier rübergeführt. Von diesen Fasern gehen wir dann rüber auf einen Koppler. Da haben wir zwei verschiedene Varianten. Entweder den 1:8er Koppler oder den 1:32er Koppler. Die splitten das Signal, was ankommt, auf maximal 32 Kunden von hier aus auf. Diese Koppler-Ausgangsfasern, das sind die gelben Fasern, die gehen dann hier aus dem Koppler raus und werden dann auf die verschiedenen Häuser verteilt. Ein Haus ist überwiegend eine Kassette. Von hier aus wird das dann aufgeteilt und geht dann weiter ins Verzweigungsnetz. Dieses Verzweigungsnetz wird dann über sogenannte Mikrokabel weitergeführt. Das wird hier auch langgelegt und da haben wir diesen Bereich hier, wo wir im Prinzip maximal 90 Häuser abschließen können im Mikrorohrmanagementsystem. Koppler sind Splitter im Prinzip, die das Signal komplett aufteilen. Heißt also, wir kriegen ein Signal von 2,5 Gigabit als Beispiel und das wird auf maximal 32 Kunden gleichmäßig aufgeteilt. Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung nennt man das dann auch. Ja, über diesen herkömmlichen Netzverteiler können wir insgesamt 90 Häuser anbinden. Die werden dann hier abgelegt, in dem Bereich von hier hinten nach vorne. Maximal 90 Speednet-Rohre sind das dann. Und pro Haus können wir dann von einer Wohneinheit bis maximal 512 Wohneinheiten auch alles über den Netzverteiler schalten. Ja, der Glasfaserabschlusspunkt OneBox, der hat die Funktion, das Zugangsnetz, was hier dargestellt ist, einmal zu trennen auf das Gebäudenetz. Beim Zugangsnetz ist es so, dass das Mikrokabel vom NVT hier ankommt, in dieser Kassette abgelegt wird, dann durchgespleist wird auf einen Stecker. Und hier haben wir die einzelnen Ports, wo nachher das Gebäudenetz beginnt. Beim Gebäudenetz ist es so, dass es hier dann rüberführt wird, über sogenannte Glasfaseranschlusskabel. Die werden hier durchgespleist auf jeweils die einzelnen Wohnungen. Das ist dann die Ablage. Von hier aus geht es dann über ein Steigleitungskabel oder ein Wohnungszuführungskabel direkt bis zum Kunden in die einzelnen Wohnungen. Ja, da gibt es mehrere Anschaltmöglichkeiten. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass wir bei Mehrfamilienhäusern über einen Sammelpunkt gehen. Dieser Sammelpunkt wird mit mehreren Fasern über ein Kabel angebunden. Und von diesem Sammelpunkt, der sich dann im Flur befindet, geht es dann über einzelne Fasern direkt bis in die Wohnung, wo wir dann das Ganze auf einer Glasfaserteilnehmeranschlussdose abschließen. Die andere Möglichkeit wäre dann, dass wir direkt von der OneBox bis in die Wohnung gehen mit einem einphasigen Kabel, wenn die Wege zum Beispiel nicht zu weit sind. Und bei Neubauten ist es überwiegend so, dass wir da vorhandene oder neu eingeführte Leerrohrsysteme nutzen und da mit einer Sternverkabelung direkt bis zum Kunden von der OneBox gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt oder einen eigenen Themenwunsch, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ich persönlich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr kein weiteres Thema verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal.